Vielen, vielen Dank, Danny. Ich danke dir für deine Bereicherung, für deine Stille, für dein Totalsein. Es passt zu GTV. Okay, heute Abend im Rahmen unserer täglichen Sendungen Matrix Familiencode, was eigentlich zusammen entstanden ist mit Annelise Genette in Frankreich, in dem letzten Seminar in Frankreich, haben wir einfach auch entschieden, andere Referenten auch anzurufen und zu interviewen, die auch im Familiensystem einfach auch arbeiten. Und ich freue mich sehr, diese Menschen kennenzulernen und dass wir uns einfach auch untereinander aus der Sicht der Erfahrungen einfach auch bereichern können. Die erste, die wir vorstellen, hallo Sabine, ist Martina Liest. Ich stelle sie einfach auch kurz vor. So, Martina Liest. Ausbildung und Tätigkeit, systemisch lösungsorientierten Coach. Bei Michael Dams Landsberg ist sie Berlin. Moderationstraining bei Silvia Landsberg. Phänomenologisch-systemische Aufstellungsarbeit nach Bert Hellinger bei Harald Omberger. Beraterin bei der Winto Oberhavel und zuständig für die Durchführung von Ideenworkshops, Vorgründungsseminaren und Vorgründungsberatung im Bereich Unternehmenspersönlichkeit. Gründung des Vereins Schule des Schauen, Familienstellen und Aufstellungsarbeit in Geist westöstliche Weisheit. Und hier ist Martina Liest. So, dann rufe ich sie jetzt an. So, wir machen diese Interview telefonisch, ist bequem. Hallo Martina, grüß dich. Erstmal danke, dass du dich bereit erklärt hast. Ja, gerne. Und eben die Absicht einfach auch, dieses Interview ist einfach auch, was wir fast täglich machen, ist zu zeigen einfach, wie viele unterschiedliche Menschen es gibt und dass jeder einfach was Eigenes entwickelt hat. Ne? Ja. Und deswegen für mich ist einfach auch wichtig, beziehungsweise für uns ist wichtig, einfach zu schauen, welche deine Spezialitäten einfach auch sind. Ne? Mhm. Genau, was magst du wissen? Ja, vielleicht mag man erstmal, ob du einfach erst etwas über dich erzählen möchtest und dann stelle ich Fragen. Ja. Mhm. Okay. Ja, ein bisschen hast du ja schon vorgestellt von meiner Webpage, wobei ich muss sagen, dass mein Schwerpunkt mittlerweile sehr auf das Familienstellen ausgerichtet ist. Also ich mache Gruppenseminare einmal im Monat, Familienstellen und arbeite aber auch viel in der Einzelarbeit mit der Familienaufstellung und auch anderen Dingen, anderen Methodiken, die da hineinfließen. Und wie bist du dazu gekommen, dass du dieses Interesse gehabt hast? Tja, wie bin ich dazu gekommen? Also ich habe das Familienstellen schon 1998 kennengelernt. Mhm. Und ich habe davon gehört und ich hatte eigene Anliegen. Und ich war vom ersten Moment an unglaublich fasziniert von dieser Methodik, mhm. weil sie so auf der einen Seite eigentlich sehr, sehr einfach ist mhm. und dir viel zeigt. Ja, also auf der einen Seite über das Visuelle, ja, man nimmt viel über das Visuelle etwas mit, also man hat am Ende vielleicht ein Lösungsbild, aber auch zum anderen
bewegt es unglaublich viel in dir selbst und auch in deinem Familiensystem. Und das habe ich die ganze Zeit mit mir getragen. Ich habe das für mich selber genutzt und irgendwann merkte ich, war so der Moment, wo ich dachte, ich muss das selber tun. Ja? Mhm. Ich muss eine Ausbildung dazu machen und ich möchte das in meine Arbeit integrieren. Und man kommt sehr schnell zu Emotionen, was eigentlich für die Menschen wieder sehr wichtig ist, Emotionen einfach auch zu fühlen. Ne? Ganz genau, ja, ganz genau. Ja. Wir sind ja alle schon sehr weit davon entfernt, uns überhaupt zu fühlen. Ja. Ja? Und ich finde, das Besondere an der Familienaufstellung ist, auch für die Stellvertreter im Übrigen, dass sie sozusagen frei sind von Gedanken, mit denen ja oft unsere Emotionen verknüpft sind. Ja? Das heißt, wir haben ja oft, dass wenn jemand etwas sagt zu mir, auch was vielleicht was nicht Schönes, löst es ein Gefühl in uns aus. Mhm. Und wir haben oft das Gefühl, dass das von demjenigen ausgelöst worden ist, ja? Sozusagen. Dass der daran schuld ist, dass ich sogar etwas fühle. Und so kommen die Menschen auch zu mir in die Familienaufstellung mit ihren Glaubenssätzen und Konzepten. Und in der Familienaufstellung kommen wir an ein ganz reines Gefühl, was unabhängig von all diesen Glaubenssätzen ist. Weil derjenige, der als Stellvertreter zum Beispiel da drin steht, der weiß ja nichts von den Geschehnissen, ja? Die meinetwegen dieser Person verbunden sind. Und wir kommen wirklich in eine Erfahrung des reinen Gefühls. Und ich finde das unglaublich wertvoll. Stimmt, also dieser Aspekt hatte ich noch nie gesehen. Es ist wirklich auch reine Intuition. Man kann da nicht schummeln oder sich verstellen oder in Gedanken kommen. Ne? Genau. Und fordert einfach dieses immense Mitgefühl. Ne? Unbedingt, unbedingt. Also das ist das, so wie ich auch arbeite. Also ich rutsche sozusagen in dem Moment absolut in meine Herzensenergie hinein und gehe damit raus aus den Bewertungen und raus aus irgendeiner Idee von den Dingen, wie sie zu sein haben, ja, oder auch mit, ich gehe auch oft nicht mit dieser Idee, die der Klient hat, ja, sondern ich versuche mich wirklich frei zu machen von all diesen Dingen, die vielleicht damit in Verbindung sind mit diesem Thema. Schön. Also diese Absichtslosigkeit ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt in der Familienaufstellung oder in dieser Arbeit. Ja. Und da sind einfach auch die besten Resultate dann. Gibt es für dich oder für anderen vielleicht ein paar Beispiele, zum Beispiel in dem Moment, wo Sachen aufgelöst wurden, dass plötzlich eine Beziehung möglich war oder sich geklärt hat oder eine neue Geschäftsidee entstanden ist oder dass plötzlich alle in Familien, ohne dass etwas besprochen wurde, sich entspannt haben oder anders geguckt haben? Ein paar Beispiele vielleicht? Ein paar Beispiele. Also eins war sehr, sehr eindrücklich für mich. Ich sage das mal, es ist eine Patchwork-Familie. Ja? Mhm. Also die Tochter ist gekommen zu mir und wollte was klären mit ihrer Mutter. Die Mutter hat eine neue Beziehung mit einem neuen Mann und ihre erste Ehe ist sozusagen gescheitert. Daraus entstand aber ein Kind. Mhm. Und die Mutter lebt jetzt zusammen eben mit diesem Sohn aus der ersten Ehe und dann mit ihrer Tochter aus der zweiten Ehe. Und wir haben das aufgestellt und es war relativ schnell klar, dass sozusagen der erste Mann nicht geachtet worden ist. Und so etwas sehe ich ganz oft. Also der ist sozusagen wie aus dem System herausgestoßen worden. Aus welchem Grund auch immer, ja? Womöglich hat er auch etwas getan. So, was erstmal so unangenehm ist vielleicht für die Familie. Ja, ja. Aber das spielt auf der Seelenebene gar keine Rolle. Und das ist ganz wichtig, ja, dass ich mich da nicht mit reinziehen lasse in diese, ja, in diese Idee, dass der etwas Schlechtes gemacht hat und deswegen muss er raus. Das Problem war eben, dass der Sohn eigentlich zu seinem Vater wollte. Es hat ihn ganz stark dahin gezogen, als sie das gestellt haben, sofort. Und der erste Mann hat in seiner Seele unglaublich stark gelitten. Ne? Mhm. Und als der Sohn zu seinem Vater durfte, konnte auch die Mutter wieder schauen. Und es war am Ende ein unglaublich schönes Familienbild. Alle haben geweint vor Glück auch. Mhm. Und die Frau, die gekommen war, die konnte endlich auch ihre Mutter annehmen, weil sie das sozusagen im System gespürt hat, dass etwas fehlt, dass jemand ausgeschlossen worden ist. Und dass auch ihre Mutter auf eine Art jemand ausgeschlossen hat. Mhm. Und wenn man das zusammenführt, bekommt es so viel Kraft, ja, wenn man dieser Bewegung auch des Sohnes folgt, der sich da immer hingesehnt hat, hat das am Ende unglaublich viel Kraft.
Und ich war unglaublich berührt von dieser Aufstellung, weil ich das so oft sehe, gerade in diesen Patchwork-Familien, ja? Nenn das mal so. Ja, ja. Dass einfach erste Beziehungen nicht geachtet werden, ja? Oder Kinder nicht zu ihrem Vater oder zur Mutter dürfen. Ja? Und das ist so wichtig. Nicht immer, ne? Ja, ja, man muss immer genau schauen, aber da war es so, das hat mich sehr berührt. Schön. Oder magst du noch ein Beispiel? Ja, gerne, ja. Es gab eine, die fühlte sich oft nicht integriert in die Familie. Also sie hat drei Schwestern, ist eigentlich eine große Familie. Der erste Vater ist gestorben, die Mutter hat einen neuen Mann geheiratet, zu dem die Tochter, also ein sehr, sehr gutes, also meine Klientin, ein sehr gutes Verhältnis hat, der dann auch gestorben ist, leider, ja. Mhm. Und sie fühlte sich nicht integriert in die Familie. Und dann haben wir alle aufgestellt und es war ein guter Platz bei ihrem, also bei dem Vater, der sie aufgezogen hat, nicht beim leiblichen Vater, ja, sondern der hat ihr Kraft gegeben und von dort aus konnte sie schauen. Und am Ende war es so, dass sie sozusagen identifiziert war mit einem abgetriebenen Kind der Mutter. Das sehe ich auch ganz oft, ja, dass sozusagen eine Verwechslung stattfindet und ihre Seele mehr im Totenreich war als bei den Lebenden. Und da ist es ganz, ganz wichtig, auch dieses abgetriebene Kind, also die Seele des Kindes hat noch sehr gelitten. Und das ist ganz wichtig, so eine Ablösung zu schaffen, also dass das Kind erstmal zur Ruhe kommt und auch, dass meine Klientin das versteht, dass das ein Unterschied ist, ja? Dass sie dort, in dem, ich nenne das mal Totenreich, ja, also auf der Seite, dass sie da nicht hingehört oder noch nicht, ja? Sondern dass sie zu den Lebenden gehört und da reinzukommen. Und die war so richtig erstaunt und musste sich erstmal umgucken, wo bin ich denn eigentlich jetzt hier, ihre ganzen Schwestern und so. Und dann hatte sie einen guten Platz. Schön. Ja, es war sehr berührend. Schön, ja, ja, das ist unglaublich, viel Liebe drin. Ne? Ja. Natürlich, diesen sogenannten Totenreich ist aber in unser Körper gespeichert, sonst würde uns das nicht eingrenzen. Ne? Also für mich manchmal kommt die Frage, den Reich der Toten ist in unser Körper gespeichert, dann lebt er einfach auch in uns weiter, sonst würde sich nicht auf Organe oder auf die Haut oder was weiß ich mit Erbinformationen oder Erbkrankheiten setzen. Ne? Ja, also letztendlich gibt es das ja nicht wirklich. Ja, ne, die Seele ist, wirkt sozusagen in beiden Bereichen gleichermaßen. Ja, sie haben ja gar keine Zeit. Also auf der Seelenebene gibt es keine Zeit. Ja, wir können uns in unserem Bewusstsein in allen Ebenen bewegen. Nur wenn wir jetzt hier sind in unserem Körper, ist es wichtig, auch in unseren Körper zu gehen. Weil sonst ist das immer wie so ein Gefühl wie von, ich spüre mich nicht, ich bin nicht da, ne, und ich habe auch kein Gefühl zu meinem Körper. Und ich glaube, es gibt vielen von uns so, dass wir dieses Gefühl, was du am Anfang auch gesagt hast, ja, dass wir uns nicht spüren, dass die Seele nicht ganz im Körper ist. Und das ist eben wichtig, um unser Leben, das, wie wir es jetzt haben, Ausdruck zu verleihen. Eben, das ist einfach schon, wenn manche sagen, okay, was tot ist, ist tot, dann sage ich einfach auch, die Wertschätzung von alles, was lebt oder gelebt hat, ist eine, was in alle Kulturen gemacht wurde und wir das einfach auch vergessen haben, weil alles, was tot ist, lebt in uns, in unserer Biologie, in unserer Genetik, in unsere Gedanken, in wir verhalten uns so. Oft sind wir einfach so, werden wir so manipuliert, so von diesen nicht auf erlösten Kräften. Ne? Ja. Vielleicht ein Beispiel noch, so nach meiner Wahrnehmung natürlich, wenn eine Entlastung geschieht, geschieht auch im Körper, auf der Gesundheitsebene auch eine Entspannung und Entlastung. Ne? Also das ist auch ein Gesundheitsprinzip. Hast du ein Beispiel dafür? Wie jemand zum Beispiel plötzlich die Kopfschmerzen weg waren oder Bauch oder eine bestimmte Krankheit oder so sich leichter geworden ist oder so. Hast du ein Beispiel? Habe ich ein Beispiel. Also was ein großes Thema ist zum Beispiel Asthma. Ja? Aha. Also weil Asthma ist unglaublich schwierig zu behandeln, weil es sehr in der Zellinformation mit gespeichert wird, wenn jemand lange solche Problematiken hat. Ja. Also zumindest
in bestimmten Bereichen. Also ich beschäftige mich ja momentan auch mit anderen, mit der Quantenheilung, und da geht es natürlich nochmal auf einer ganz anderen Ebene. Ja? Mhm. Aber dort ist zum Beispiel eine gewesen, die schweres Asthma hatte, und es auch eine ganz traumatische Familiengeschichte damit zusammenhing. Ja? Mhm. Und da war auf jeden Fall deutlich zu spüren, wie eine Verbesserung eingesetzt hat. Also das hat sie mir später auch erzählt. Mhm. Ja? Okay. Dass es ein freieres Atmen möglich war, einfach durch das Erkennen auch. Da war auch eine Hürde noch zu sehen, ja, die sie erstmal überspringen musste. Also etwas, was in ihr selber noch wachsen muss. Mhm. Ja, und dass sowas darf eben auch sein. Es ist nicht immer so, dass sich alles von einem Moment auf den anderen löst, sondern manchmal beginnt ein Prozess in einem. Ja, und das braucht dann eine Zeit, bis sich das sozusagen in den Menschen entwickelt. Schön, hier wird jetzt gerade im Chat geschrieben, okay. Okay. Das hat mich kurz durcheinander gebracht. Okay. Genau, das wollte ich fragen. Asthma, was ist für ein Thema? Gibt es ein generelles Thema für Asthma oder nicht? Gibt es nicht. Das ist immer eine andere. Das heißt, diese wissenschaftlichen Ansätze, dass es einfach immer spezielle Ursachen gibt, ist immer was anderes. Ne? Das ist so, wie ich es gesehen habe. Ja, ja. Also, und ich denke, das ist auch nicht gut, das so zu sehen, dass es nur das eine, schön, das eine gibt. Ja, weil wenn wir das tun, beginnen wir das in ein Kästchen zu setzen, in einen Glaubenssatz zu setzen, der wiederum dieses Symptom verstärkt am Ende. Ja. Ja. Das heißt, wir müssen versuchen, so frei wie möglich zu sein von irgendwelchen Bewertungen, um den Prozess überhaupt in Richtung Heilung bringen zu können. Ja? Mhm. Wunderbar, ja, schön. Schön. Jetzt, was ich einfach noch, ich warte auf diese Frage, diese Paarberatung, ne? Ist es auch, was hat das einfach auch damit zu tun, ist auch im Rahmen des Familiensystems, oder? Auf jeden Fall. Aha. Also es gibt mehrere, es gibt ja sowieso unendlich viele Konstellationen, ja? Ja. Aber Paarberatung hat, also wenn Paare Probleme miteinander haben, kann das auf so vielen unterschiedlichen Ebenen stattfinden. Mhm. Und es kann auch sein, dass Paare nicht zusammenfinden, weil sie sozusagen in ihren Familien verstrickt sind. Mhm. Ja, das kann eine Variante sein. Und wenn man das auflöst, können sie ihre Liebe, die oft vorhanden ist, wieder leben. Ja? Mhm. Aber erst dann, wenn das angeschaut worden ist und wenn etwas integriert worden ist aus ihren Familiensystemen. Mhm. Und für den anderen, für den Partner ist das immer unglaublich schön zu sehen, oder wenn zum Beispiel nur der eine Partner verstrickt ist oder eine Teil verstrickt ist, zu sehen, wie es demjenigen geht, auch in der Auflösung. Ne? Mhm. Schön. Also ja. Hat es für dich auch eine spezielle Veränderung einfach auch gegeben dadurch? Hat sich dein Leben in irgendeiner Form stark verändert? Durch diese Arbeit? Ja, absolut. Also ich habe mir die Arbeit ja ausgesucht, weil ich mich verändert habe. Mhm. Ja, schon vorher. Und das hört auch nicht auf. Mhm. Im Übrigen, ja, also das geht ständig weiter, gerade mit dem Thema Quantenheilung, ne, also über die morphogenetischen Felder, mit denen ich ja arbeite in der Familienaufstellung. Und mich hat es einfach gelernt, dass die Dinge oft anders sind, als wir denken. Mhm. Und dass ich mich niemals festlegen darf auf irgendeine Sache, ja, sondern immer mit meinem Geist offen bin, mit meinem Bewusstsein offen bin und immer wieder neu schaue, wie so ein Kind, ja? Mhm, ja. Dass die Dinge irgendwie das erste Mal sieht, und so gehe ich auch in meine Arbeit rein, die Dinge immer wieder neu anzuschauen, auch wenn ich das Thema schon oft hatte, ja? Mhm. Mich nicht davon führen zu lassen, sondern mich zu öffnen, und und das fließt auch natürlich in mein eigenes Leben ein. Mhm. Ja. So wie in der Natur, ne? Alles ist im Wandel, wenn wir eine Theorie daraus machen. Das interessante Thema, dass du sagst, man kann für bestimmte auch Krankheitsbilder, sollte man nichts Festes machen. Es ist immer überall gemacht worden. Aber das ist praktisch dann
ist nicht möglich, dann mit alten Ansätzen daran zu gehen. Ne? Das heißt, man muss intuitiv jedes Mal neu schauen, egal was ein Mensch einfach mit sich bringt. Ne? Ja, absolut. Hm. Absolut. Ich bin immer wieder neugierig. Ja, ja, ich auch. Ja, ja. Ja, immer wieder neu zu gucken und was ist da los. Und wenn die sich dann finden oder wenn es sich löst, ist das so ein unglaublich schöner Moment. Ja, ja, ja. Ja. Schön. Mit Quantenheilung ist das, ich sehe das jetzt hier nicht in deiner Webseite, ne? Ja, du siehst es bei Matrix Energetics, ne? Bei meiner Ausbildung. Ah, okay, okay. Magst du auch etwas darüber erzählen? Kann ich gerne machen. Aha. Also da geht es darum, es geht noch einen Schritt weiter, dass wir den Menschen noch nicht mal mehr absichtslos betrachten, sondern wir sehen ihn letztendlich nur noch als Licht und Information. Mhm. Und auch wenn wir den Menschen auf diesen kleinsten Teilchen reduzieren, sind wir sozusagen auch nicht mehr, also ist Materie auch nicht mehr als Licht und Information. Ja. Und das bedeutet, dass wir sozusagen neue Informationen in dieses Feld oder in dieses Quantenfeld hineingeben können und darüber eine neue Wahrscheinlichkeit des Verhaltens entstehen kann, ja, des Verhaltens der Materie entstehen kann und damit Veränderung. Hm. Ja, habe ich dazu deutlich erklärt. Also es gibt so ein Phänomen, dass wenn wir die kleinsten Teilchen beobachten, sie beginnen, und das wissen wir auch aus der Quantenphysik, ja? Mhm. Die kleinsten Teilchen beobachten, dass die auf einmal beginnen, in eine Wahrscheinlichkeitsbahn zu kippen. Mhm. Und allein das, also nur dadurch, dass wir sie beobachten, und allein das ist ja schon ein, finde ich, ja ein unglaublich ereignisreiche Erkenntnis. Mhm. Und genau das machen wir sozusagen in der Quantenheilung. Mhm. Wir schauen dahin, wo unsere Aufmerksamkeit geht, wenn jemand etwas erzählt über seine Krankheit oder sonst etwas, über seine Problematik. Mhm. Und wir lassen uns nicht leiten eben von dieser Krankheit oder von dem Thema, sondern wir schauen, wo geht unsere Aufmerksamkeit hin. Mhm. Ja? Und das kann außerhalb des Körpers sein, im Körper sein, egal wo. Mhm. Und gehen eigentlich nur mit einer Absicht hinein, etwas zu verändern und verlassen aber auch gleichermaßen wieder diesen Raum, dieses Feld. Mhm. Und lassen diese wellenartigen Bewegungen dieses Systems kollabieren in eine neue Wahrscheinlichkeit hinein. Mhm. Ja? Und dadurch kommt es zu einer Umstrukturierung des Wesens, des Systems. Und wenn man damit arbeitet, geht es vielen so, dass sie so ein bisschen schwindelig werden, ja? Oder ja, so ja. Anfangen wegzukippen, einfach nur deshalb, weil es zu einer Neuordnung kommt des Körpers, der Materie. Mhm. Es ist praktisch so, wie die Natur das einfach auch macht. Im Prinzip, wie die Natur das macht, naja, natürlich. Ja. Ja, und wir Menschen, wir sind sehr stark in unserer linken Gehirnhälfte verhaftet. Mhm. Ja, diejenige, die eben versucht zu strukturieren, zu kontrollieren und so weiter. Ne? Und in der Quantenheilung geht es immer mehr dahin, also gehen wir ganz stark in die rechte Gehirnhälfte, die um milliardenfach mehr wahrscheinlich wahrnehmen kann, das kann ja auch keiner zählen am Ende, wahrnehmen kann als die linke Gehirnhälfte. Das heißt, es ist einfach die ganze Wissenschaft eigentlich auf den Kopf gestellt, aber eigentlich richtig gestellt. Ne? Wenn man so will, ja. Ja, ja, ja. Das Ego, das verabschiedet sich gleichermaßen. Ja. Ja, also gerne, wenn wir einfach solche Universitäten wieder gründen, wo einfach auch so wie in der Natur alles immer neu gesehen wird, in dem Moment. Ne? Das würde mich sehr freuen. Schön. Schön. Ja. Wo wirkst du? In welche Stadt? Ich bin im Norden von Berlin. Ah, okay. Hm? Bist ja nicht weit von uns. Ist nicht weit. Ich wäre auch gern gekommen, wenn ich nicht jetzt schon im Urlaub wäre. Ah, okay. Okay. Ja, wir haben Gelegenheiten, ne? Vielleicht noch. Ne? Ja, gerne. Okay. Wir haben eine Ende August eine Familienkonferenz. Ne? Und da haben wir einfach ein paar Sonderthemen. Das heißt, für mich ist einfach auch wichtig, einfach wenn auch Profi zusammenkommen, dass es wirklich wird diese neuesten Themen einfach auch geben. Und wo ist das? Eben, der goldene
Die goldene Kinder ist eins dieser Themen. Hoffe ich, dass die Andrea Hoffmann das halten wird. Dann die Elke Röhe Familienbaum, Bereinigung, genetische Reduzierung der Erbanlagen und so weiter. Ne? Mhm. Das heißt, wenn du Lust hast oder ein Thema hast, wo du das beste Publikum der Welt möchtest, dann sag einfach auch Bescheid. Ne? Schicke ich dir einfach eine E-Mail vielleicht. Ne, ja, zu, gerne. Information, mhm. Ne? Ja, schöne Idee, vielen Dank. Okay. Ja, danke für deine Existenz. Bedankt sich bei dir, dass du das Beste von dir gibst, dass du schwimmst, dass du nicht festhältst, dass du diese Erde einfach mit Leichtigkeit und verschönerst, mit deiner Art einfach auch Menschen zu sehen und in Situationen einfach auch immer präsent zu sein. Das freut mich sehr und ich denke auch, dass Existenz auch irgendwie mittanzt. Ja, auf jeden Fall. Ich danke dir jetzt. Okay, vielen Dank. Danke, bitte. Ciao, Martina. Ciao. Tschüss. Ja, es berührt mich einfach auch sehr. Sorry, wenn ich immer hier schaue, weil ich mache jetzt einfach auch Regie. Und muss ich einfach auch auf mehrere Ebenen schauen. Dann grüße ich Schnündel, Petra, Markus, Heike. Heike sucht die Video vom Fesan. Es gibt ein, wenn du bei, ich sage es dir kurz, weil ich mache gleich einen Anruf, wenn du in JITV schaust und gehst hier einfach hier auf JITV-Sender und International TV, dann kommt hier Amritabha TV. Und hier sind alle Videos vom Fesan. Alle ihre Interviews brauchst du nur zu klicken und kommt alles. Okay? Okay. Ich mache kurz ein technischer